Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Ich denke mal, wir grasen den Keller noch ab. Dann mache ich eine Aufnahmepause erstmal. Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angust versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Alte Ding, wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Ein alter Fahrradschlauch. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Mal sehen.
Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie, ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Na nö, wen haben wir denn da? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Ist das eine Satellitenschüssel? Seltsames Ding. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nichts an. So, wir haben alle Teile zusammen. Wir können uns also gleich um die Reparatur kümmern. Aber wie gerade schon versprochen, mache ich ein paar Päuschen, schaue mir die Aufnahme an, hoffe, dass es geklappt hat. Wenn nicht, müsst ihr euch vielleicht mit zwei vermurksten Folgen leider zufrieden geben. Also wenn die vermurkst sind, haue ich die wahrscheinlich beide gleichzeitig raus. Und hoffe dann, dass die nächste Aufnahme mit weniger Problemen wieder klappt. Wäre natürlich schön für uns alle. In diesem Sinne, bis später. Cheerio und The King has left the building. Heidi ho, meine Lieben. Hier ist wieder euer King Cyrus und wie ihr seht, spielen wir wieder in New Beginning. Und wie ihr mitbekommen habt, gab es leider in der letzten Aufnahme, wie ich befürchtet hatte, wieder Interferenzen. Ich habe also wieder ein bisschen was rumgewerkelt, rumgetan hier und verändert. In der Hoffnung, dass jetzt vielleicht es vernünftig klappt, sprich ohne Interferenzen. Ich kann aber nichts versprechen, nicht? Und wir spielen so mindestens nochmal eine halbe Stunde Session, sprich mindestens zwei Aufnahmen machen wir nochmal. Ich habe mich auch dazu entschieden, das zweite Let's Play, was ich eigentlich parallel zu diesem hier raushauen wollte, erstmal zurückzustellen, bis ich keine Probleme mehr mit der Soundquali habe. Sprich, bis ich keine Interferenzen mehr da drin habe, weil das doch eine sehr nervige Geschichte ist, vor allem auch für euch als Zuhörer, diese Soundproblematik und dergleichen. Ja, so viel genau dazu. Das zweite Let's Play wartet aber fleißig auf uns, hoffe ich. Jetzt aber ist unser größtes Problem erstmal der Motor des Foggers. So, den Kyrim entfernen wir mal. Genau, weg damit. Und dann nehmen wir den Fahrradschlauch. Mist, zu lang. Gut, dagegen haben wir natürlich auch... Die Schraube muss erst weg. Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Gut, die ist dann zu nichts mehr wir zu gebrauchen. Weg damit. Ach, Ben, du und dein Gebrauchen und nützlich sein. Passt. Genau, das passt halt. So, jetzt noch das Laufrad einmal schon. Zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Genau, das heißt... Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Genau.
Und der nächste Versuch. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Hihi. Mein lieber Bent, hast du ein Glück, dass tatsächlich ja hier jemand ist, der dir helfen kann jetzt. So, ich könnte mal Ihre Hilfe Ich könnte gebrauchen. Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. Oh. Hey! Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Ach ja, ach Bent. Sie hat ein Vogelgrab gemacht. Schauen wir uns das doch mal kurz an. Sie hat doch tatsächlich den Vogel begraben, wie ein kleines Mädchen. Nein, Bent, nicht wie ein kleines Mädchen. Sie hat Achtung vor dem Leben. Achtung, die wir alle mehr haben sollten. Sie trauert um das Vögelchen, das du mit deiner Maschine als Kollateralschaden umgebracht hast. Sie sieht verstört aus. Ja, kein Wunder nach der Aktion. Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre. Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Ah, los, los, schnell. Und jetzt kommt meine Lieblingsszene. Oh Gott, ihr werdet sie lieben. Was denn jetzt noch? Svensson. Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na, na, na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall oder. Das hatten wir doch schon tausendmal, Bent. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber. Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich.